Und hier kommt noch eins. Wie viele Gummis kann diese Wassermelone eigentlich ertragen? Sie ist kurz vorm Platzen. Kurz davor. Und noch ein paar Gummis. Wow! Die Wassermelone habe ich mit diesen Gummibändern zerschnitten. Das war echt cool. Hier ist die Hälfte. Hey, was hast du getan, Justin? Jetzt ist die ganze Küche voller Wassermelonenreste. Was macht dich überhaupt so glücklich? Ich sag dir, es ist Zeit für eine neue Challenge. Oh, es ist so dunkel hier. Oh nein, ein Monster! Was? Sind das etwa Kakerlaken? Raus mit euch! Ich werde euch gleich die Hölle heiß machen. Die haben tatsächlich meine Pizza aufgegessen. Ich muss mir was einfallen lassen. Wie wär's mit etwas Obst? Ich mach mir einfach eine Pizza daraus. Ich brauche eine Ninja-Maske. Okay. Schwerter in Position. Und los geht's. Kia! Ich werde die Wassermelone so zerschneiden. Okay, der Pizzaboden ist fertig. Jetzt schneide ich noch den Belag. Der kommt oben drauf. 1, 2, 3 und fertig. So machen echte Ninjas Pizza. Klasse. Jetzt können wir diese Pizza mit Justin probieren. Hey, Justin, probier meine Pizza. Wow, die sieht lecker aus und schmeckt perfekt. Voll der Knaller. Ich würde sagen, 5 Sterne. Was für ein interessanter Film. Au, das war ein Maiskorn. Warte mal, das bringt mich auf eine Idee. Ich werde einfach alle Maiskörner in diese Bratpfanne füllen. Und jetzt brauche ich eine Wassermelonenpresse. Da ist sie. Ich stelle die Pfanne darunter und presse frischen Wassermelonensaft auf meine Maiskörner. Genau das, was ich brauche. Jetzt auf den Herd stellen und den Deckel oben drauf. Platzen lassen und fertig ist mein Wassermelonen-Popcorn. Das kommt in den Eimer. Hey Justin, das musst du probieren. Wassermelonen-Popcorn. Wow, schmeckt richtig gut. Gib mir mehr davon. Ich gebe dir dafür 5 Sterne. Noch ein Löffelchen. Was? Was ist das für ein Geräusch? Marshmallows auf einem Feuerbraten beim Camping. Was könnte schöner sein? Ah, hier brennt was. Ich muss das Feuer löschen. Justin, halte durch. Ah, was machst du denn da, Britney? Jetzt bin ich voll schaumig. Na, danke. Ups. Ich werde gleich alles wieder in Ordnung bringen. Ich brauche etwas Alufolie. Die lege ich in meine Wassermelonenkruste. Da kommt jetzt Kohle hinein. Jetzt muss ich noch ein paar Stricknadeln reinstecken. Und fertig ist mein selbstgemachter Grill. Hier noch ein Loch rein. Und die Kohlen anzünden mit einem Brenner. Ja, die Temperatur ist perfekt. Eindeutig. Hey Justin, sei nicht traurig. Ich habe dir ein sicheres Feuer gemacht. Probier mal darauf zu braten. Wow, perfekt. Britney, du bist echt ein Genie. Gib mal auch was. Oh, ich bin so durstig. Was? Hier ist nichts mehr drin. Was soll ich tun? Britney, hast du etwa alles ausgetrunken? Ich werde alles wieder in Ordnung bringen. Ich nehme mir den oberen Teil dieser Wassermelone und schneide ihn ab. Jetzt brauche ich einen Stabmixer. Oh, der ist voll stark. Ich muss das ganze Fruchtfleisch in Püree verwandeln. So ist gut. Ja, genau. Jetzt brauche ich noch eine Strandbrille. Cool. Einen Strohhalm und das richtige Licht. Oh ja, ich bin gerade an einem Ferienort. Aber Moment, was ist hier los? Das muss ich mir mal ausleihen. Ich werde hier nämlich ein paar Löcher reinbohren. Hier eins. Und hier noch eins. Jetzt einfach ein paar Schläuche reinstecken. Oh, ist das eine Cola-Lieferung? Kann ich eine Flasche haben? Dankeschön. Oh, Justin, hau ab. Ich gieße die Cola in meinen Cocktail und setze jetzt noch den Deckel oben drauf. Und fertig sind wir. Hey, worauf wartest du noch? Wir sind fertig. Hier, probier mal was. In die Becher füllen. Und probieren.
Das schmeckt großartig. 5 Sterne. Ich liebe Gummibärchen. Hey, kann ich auch welche haben? Hast du etwa alle aufgegessen? Schon wieder. Keine Sorge, ich habe eine Idee. Ich werde eine Wassermelone und eine Münze gebrauchen. Jetzt werde ich die Wassermelone mit der Münze anschneiden. So ist gut. Und ein kräftiger Schlag. Ja, ich hab's geschafft. Jetzt muss ich das Fruchtfleisch in Saft verwandeln. So ist gut. Ich füge etwas Gelatine und Wasser hinzu und rühre alles schön um. Warten, bis alles hart wird. Super. Jetzt lege ich meine Wassermelone auf ein Brett und schneide sie auf. So ist gut. Ab auf den Teller. Wunderschön. Ich hoffe, Justin wird das gefallen. Hey, was machst du denn da? Probier diese Wassermelone hier. Wow, sieht aus wie Augen. So eine Art Wassermelonen-Gummibärchen. Na, so lala, würde ich sagen. Schmeckt komisch. Hey, Justin, ich bin dran. Okay. Gib mir dieses Ding. Dankeschön. Jetzt kann ich endlich an meiner Skulptur weitermachen. Hier ein paar Kerben. Und dann noch hier ein paar Streifen. Und hier noch. Und hier entlang. Super, das macht voll viel Spaß. Und den Mund mit Zähnen machen. So schneide ich die Dinger aus. Jetzt mache ich noch die Augen. Und schneide die Rückseite ab. Aber schön vorsichtig, nicht verletzen. So ist gut. Jetzt muss ich das Fruchtfleisch rausnehmen. Und vielleicht sogar was essen. Schmeckt das gut. Und das war's auch schon. Jetzt setze ich meine Badekappe auf. Und meine Maske. Hey, ich bin ein Mignon. Hast du sowas schon mal gesehen? Hey, deine Maske ist auch cool. Wie auch immer, an die Waffen. Los geht's. Das sind die Kakerlaken. Betet ihr Viecher. Raus aus unserer Küche. Das habt ihr jetzt davon. Gute Arbeit. High five. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Schreib uns in den Kommentaren, was war deine Lieblingsrunde. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi, tschüss. Yay!